So Leute, es geht weiter mit der Pokémon Bloody Platinum Nuzlocke Challenge. Ja, wir sind fast am Ziel bei der Pokémon Liga. Naja, Ziel und Erfolg und Meisterschaft. Naja, Meisterschaft ist wieder einfach der Champ zu werden. Ist noch nicht da. Noch nicht so lange. Okay, ich würde sagen, ich lass mal. Ja, ich schicke mal einen Ali nach vorne. Warum nicht? Okay, was denn das ein Fehler wird? Nee, dann lass. Ey, man weiß ja nie. Also schicke ich doch mal Eigelb nach vorne. Wäre vielleicht auch besser. Ich meine, hier. Ja, Ali hat ja nicht die besten Verteidigungs-Spezialverteidigungswerte, also man weiß ja nie. Also deshalb, ja. Ja. Ja, war gar nicht. Ich habe aber so einen Traummagie kann Donnerblitz. Ja, ah, ehrlich. Okay, bringt mir gerade nicht viel, aber. Ja, trotzdem blöd. Nein, die Verbrennung. Trotzdem der Charme bleibt. Was? War blöd. Habe ich es nicht gesagt? Okay, okay, das ist blöd. Das ist wirklich ziemlich blöd. Okay, nee, 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 das lassen wir mal so. Wir schicken einfach mal Miki nach vorne. Okay. Weil er klar ist, weiter mit Donnerblitz weitermacht. Deshalb, ja. Setze ich mal hier. Okay, war klar ehrlich, ja, ist blöd, aber ich wollte jetzt nicht weiterhin Eigelb weiter vorne behalten. Ah, ihr seht, trotz der Verbrennung besiegt. Miki ist halt ziemlich gut, schon fast auf Level 79. Okay. Bisaflor. Hm. Ja, ist ja klar. Da schicken wir mal Ali nach vorne. Okay. Boah, cool, irgendwie cooler Zeug, aber es hat seinen Mund zu weit offen. Okay. Und ich glaube nicht. Boah, ehrlich. Okay, okay, ich unterschätze Ali ein bisschen zu sehr. Okay, Glaciona. Ja. Warum nicht? Bleiben wir weiter drinne. Ich mag den Ruf nicht. Glaciola ist ein tolles Pokémon, aber ja. Trotzdem muss ich es besiegen. Es ist nicht meins, also ja. So ist es. Hanna und Hanna. Okay. So, Moment. Da muss ich mal ein bisschen heilen hier. Ja, wisst ihr was? Ich gebe einfach jetzt. Ja, Beiläufer Top Genesung. Warum nicht? Ich verschwende ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen zu viel, also das ist auch ein bisschen unfair. Ich zu viel Tränke habe. Bisschen Risiko, bisschen so auf. Ja, Risiko spielen schalte nicht. Okay. Nein. Ja, so. Kein Bock gegen ihn zu kämpfen, meine ich zu sehen. Oder doch? Nee, lassen wir es. Okay, kämpfe. Gegen da oben müssen wir kämpfen. Ich würde sagen, gegen den Rest kämpfe ich auch. Okay. Da ich glaube, es hat Kampf-Pokémon. Nee, sieht auch so aus. Ja, Eigelb ist ja vorne, also lassen wir es doch dabei. Okay. Ich habe auch geguckt, ob es nennwerte Items gibt, aber Finsteraura, die brauche ich nicht unbedingt. Und wenn noch, dann hole ich die mal offscreen, aber ansonsten, nee, eher nicht. Eher nicht. Okay, sollte ein One-Hit werden. Ja, Militalis. Und Bams, das hätten wir. Ziemlich easy. Boah, es hat auch bestimmt ein Hariyama. Könnte ich mir gut. Kalakladi. Okay. Machen wir auch schnell Monet. Boah, shit, shit. Warum? Warum? Boah, Eigelb hat immer noch Heuler und Charme drauf, also es ist ziemlich unnötig, diese Attacken, aber mehr brauchte ich auch nicht für Eigelb. Ich brauch die halt nicht, habe ich da einfach gelassen. Hui, hätte ich nicht gedacht. Okay. Jetzt mir dann. Ja. Ich habe einfach Auras hereingesetzt. Boah, jetzt kann es nur Schutz oder was ist los mit diesem Pokémon? Voll das blöd. Dreimal hintereinander. Und dann klappt es noch, ehrlich. Und wenn das vierte Mal klappt, dann. So. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, wie die Maximanz ist, dass man hintereinander das schafft, aber ja. Okay, das hätten wir auch. So, so, Level 79. Okay, jetzt kommt Logok. Ui, natürlich, setzen wir dann. Ali. Okay, Loch Ness ein. Okay. So. Ich glaube, mit dem Monet. Ja. Oh ja, geht als erstes. Gut so. Jetzt Monet. Doch, das muss ein Monet werden. Muss, muss. Okay, das hätten wir auch, war klar. Und ja. So, Johannesbeere. Ja, sein Johannes bestimmt. Ja, ja. So, ach, wohin gehe ich? Wohin fahre ich? So. Ui. Da müssen wir wohl, Topschutz einsetzen. Okay, gegen die Kämpfe. Ui, das ist glaube ich so ein Astrainer, oder? Könnte ich mal so. Ist halt nicht egal, also. Die haben bis jetzt nur noch starke Pokémon und ja, also. Belasse ich es mal bei
Ja, ich schicke einfach mal Sachen nach vorne. So ein Verteidigungsbogen und ja, machen wir es mal. Warum nicht? Ich bin ein Psycho, schon wieder. Ich habe psychische Fähigkeiten. Oh, das ist ein Astrainer. Ich sehe deine Vergangenheit, sagte er. Ja, das glaube ich dir nicht, Indy. Ist ein Fehler. Jetzt setze ich mal. Setze ich natürlich Mickey ein. Okay, ich könnte auch Geige besetzen, aber. Hui, ihn daneben. Okay. Na, diesmal tritt es natürlich. Okay. Das hätten wir. Hui, ist kein Traumfresser. Egal, ist nicht schlimm. Den nicht so viel abziehen, hoffe ich mal. Oh, mehr als ich dachte. Okay, ich glaube, Knirscher sollte mal nett sein. Ja, gut gemacht, Mickey. Mickey ist cool. Mickey werde ich auch in der Pokéliga benutzen, das ist sicher. So ein Hammer-Pokémon, ehrlich. Einfach nur geil. Okay, Simsala. Ich weiß, kannst du auch eine Kampfattacke. Bleiben wir trotzdem drin. Mickey sollte es überleben. Und wenn es ein Crit ist, dann, ja. Hui, okay. Es kann Fokusstoß erlernen, das weiß ich. Aber ja. Und das hätten wir auch. Simsala hat ziemlich miserable Verletzungen. Also. Sofort ein One-Hit. So, und. Psyana, oh, Psyana. Ich mag Psyana so sehr. Okay, es ist mir nicht. Dann nicht. Okay. Nein, also, ich mag Psyana so oder so. Also, von daher. Ich glaube nicht, dass es One-Hit wird. Hui. Ich unterschätze meine Pokémon immer zu sehr. Oder natürlich, ich überschätze meinen Gegner. Naja, okay. Gewonnen ist gewonnen. Und er sollte. Oh nein, nicht Genesung. Setzen wir einfach Hypertrank ein. Er sollte auch bei Mickey reichen. Ja. So. Okay. Gehen wir mal weiter nach vorne. Kein Bock, da rechts zu gehen. Soweit ich weiß, ist das der richtige Weg. Okay. Oh, das holen wir uns mal. Okay. Gehe ich doch mal vielleicht nach unten. Mal gucken, was es da gibt. Oh. Okay. Wahrscheinlich so. Versteckte Items, die man eh nicht braucht. Ja, also wenn ich habe Herzschuppen, mehr brauche ich nicht. Also Herzschuppen können, soweit ich weiß, kann man auch eine Herzschuppe finden, aber ich muss einfach wieder den Trick Libiskus suchen, Raub einsetzen und ja. So, wir gehen einfach mal nach unten. Ich gehe ziemlich zügig hier. Oh, Drachenpuls gibt's hier auch. Gibt es hier wirklich? Okay, ja. Kann man gebrauchen? Muss. Nein, braucht man eigentlich gar nichts. Okay, gegen den müssen wir auch kämpfen. Den habe ich vorne. Ach, egal. Ich glaube, ich habe Sachen noch vorne, aber belassen wir es dabei. So. Drachenprofi. Okay. Ist nicht schon, dass ich davon habe. Ja. Surfer sollte schon ein bisschen abziehen. Okay, dann ja. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine kurze Pause hier, weil, ja. Okay, so. Ist der Ton nicht da? Weiß auch nicht, warum der Ton bei mir immer wieder leiser geht. Das ist voll komisch, aber egal. So, ja, leider ist einfach nicht so viel abgezogen. Bleiben wir weiter. Sandsturm, okay. Ja, ist ein bisschen. Ja. Okay. Blöd. Gut, viel, wenn das jetzt Erdbeben einsetzen würde, aber. Nein, natürlich setzt es kein Erdbeben ein. Gut so. Okay, das hätten wir auch. Boah, stellt euch vor, das ist ein Desputter. Okay, Desputter wäre keine große Bedrohung, nur. Ja. Okay, was kommt jetzt? Butalanda. Ja, von mir aus. Ich bin besorgt. Ich habe einfach Loch Ness hier. Vielfachschwäche kennen wir. Okay, stimmt, Bedroher. Nein. Es hat trotzdem besiegt. Es hat hier. Loch Ness hat's drauf. Bams. Und. Ich überschätze die Mannschaft zu sehr. Passiert. Okay. Und in der Zeit, während es um ist, kann ich ja einmal Drachentanz reinhauen. Dann bringt ja eh nichts, wenn ich etwas einsetze. Aber Fliegen sollte schon. Boah, Fliegen sollte schon ein bisschen. Ah, doch nicht. Boah, was ist los mit diesem Brutalander? Ja, okay, ich habe Bedroh eingesetzt, stimmt also. Ja, eingesetzt. Ja, Bedroh ist im Spiel so. Okay, ja, aber es sollte auch ausreichen. Das hätten wir doch. Level 79 und seht euch, boah, diese Erfahrungspunkte. Einfach nur der Hammer. Der Hammer. Ja, gute Werte. Immer noch. Okay, ist gut, dass es hier Damm schon legt. Und ja. Knackrack. Ja, ich habe ja mal hier. Drachen ist es. Also agiere ich auch als erstes. Und mit Eisern. Vierfachschwäche. Sword weg hier. Tschüss. Okay. Und ja. gut so. Setten wir.
Edmund, okay. So. Wir machen mal hier kurz. Moment, nein, nein, nein. Okay. Nein, ich dachte mir eine kleine Pause zu machen, aber. Wollen wir mal hier und so? Ich weiß nicht, also. Kann ja sein. Moment, ich teste mal jetzt was. Okay, nö, gibt es nicht. Also ja, gehe ich einfach mal weiter hier. Okay, immer noch die Siegerstraße. Boah, gegen den muss ich auch kämpfen, okay. Kämpfe noch gegen den. Hier. Dann haben wir es auch. Also, ja. Ich kann schon, dass deine Pokémon voll vertrauen. Du und deine Pokémon. Es scheint fast, als ob ihr glüht. Hm, ich habe Alien so. Glüht. Ansonsten habe ich keine Pokémon, die glühen. Aber, hui, relaxo. Okay, das ist gefälscht. Boah, Schlag. Nein. Eieieiei. Das könnte böse enden, wenn es jetzt ein Crit wäre. Aber ich bin froh, dass es kein Crit geworden ist. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass Sarah so angeschlagen ist. Ich habe einfach drauf losgelegt. Okay, das macht mal so. Ja, ja, weiter an seinen Kopfschuss. Okay. So, ich versuche einfach nochmal Wurfschlag. Und nicht Hypnose erstmal. Nein! Hui, Gena. Okay. Okay, auf ein neues. Das letzte Mal. Ach, was ist los mit Sarah? Mann, dreimal hintereinander. Das ist auch unnormal. Okay. Und ah, ich habe noch einmal Wurfschlag übrig, okay. Bleiben wir weiter drinne. Ist ja nicht schlimm. Sarah wird eh überleben. Okay, auch wenn jetzt ein Crit kommen würde, sollte weiterhin überleben. Schläft tief und fest. Ja, sein Kopfschuss trifft ja auch die ganze Zeit. Okay. Komm schon. Ja, Babs. So, und ich überrasche, ob das ein One-Hit wird. Ich glaube schon. Ah, verdammt. Ja, wenn ich die über meine Pokémon überschätze, dann passiert sowas. Okay. Hui, wenn das jetzt ein Crit wäre, ehrlich. Einfach nur. Ja, einfach nur eklig. Und da ich denke, Server. Doch, Server besiegt ist. Und wenn ich habe ich Pech gehabt. Boah, ehrlich. Ich bin einer, der manchmal nicht auf Risiko geht, also. Ja. Bisschen feige. Muss ich auch mal sein. Ich meine, ich bin schon fast in der Pokéliga und. Sarah will ich ja eh nicht benutzen, trotzdem. Ja, kann sein, dass ich das mich da überschätze oder irgendwas Schlimmes passiert in der Pokéliga und dann, ja, bin ich auch weg und dann muss ich ein neues Team machen. Kann alles sein hier. Deshalb sorge ich einfach nur vor. Also wenn ich hier wohne. 6. Okay, ich will eh so oder so nicht auf Risiko gehen. Despotter. Okay, bleiben wir drin. Okay. Ja, Sandsturm. Und ja, ist kein Problem. Einfach Überroller und das hätten wir auch. Okay. Naja, Rückschuss ist nicht so schlimm. Okay. Was? Mein Gott, das hat das überlebt. Oh oh. Sarah, du warst sehr hilfreich. Wenn du jetzt überlegst, bin ich froh. Boah, wie geil! Obwohl der Sandsturm ins Spiel ist, obwohl es Drachenteils eingesetzt hat, trotzdem so wenig abgesucht. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe das EV-Training hat echt was geholfen. Okay, Pagator. Natürlich bringt es ja was. Okay, setzen wir einfach mal Eigelb ein. Boah, was für ein Ruf, ehrlich, was ist denn das? Okay. Bams. So. Ach, schreck zurück, gut so. Hui. Okay, ich brauche noch. Ist das ein Turret mit einem Sandsturm halt? Würde ich mal jetzt denken. Also ja, und? Okay, der Sandsturm. Okay, doch nicht. Und? Nein. Habe ich mir schon gedacht. Okay, leider ist das noch so ein bisschen. Da können wir einfach mal Aura Sphäre reinsetzen. Warum nicht? Sieht auch cool aus. Babs. Okay. Ja, Imperator, du bist halt besiegt worden. Und ja. Okay, und? Ich verabschiede mich hier mal. Beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall in der Pokéliga da drinnen. Da wird uns auch unser, soweit ich weiß, Rival erwarten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, da müsste. Und ja, wie gesagt, wie immer, ich glaube, ich wiederhole mich mal wieder. Wie immer natürlich. Boah, ich bin verpeilt. Egal. Wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Beim nächsten Mal die Pokéliga, da sind wir halt, wir können uns noch ein Pokémon fangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.